Das folgende Event wird präsentiert von Procredo Pharma, Ihre Apothekenweiterentwickler. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen JZ Garage und CBC Castella Baukonzept. So, hallo, was man herzlich willkommen hier aus dem Hexenkessel in Zweibrücken. Ja, Ostersonntag, 19 Uhr. Die Eisbären laufen ein, wollen heute hier den zweiten Sieg gegen die Hornets aus Zweibrücken einfahren und somit den vierten Titel in Folge einfahren als Regionalligameister Südwest. Gehen wir rein ins erste Drittel und die Eisbären lesen von vornherein hier nichts an. Dann zeigt der Herr im Haus, ist Sven Reiter, zack, peng, 1-0 die Führung für die Eisbären. Ja, absolut verdient, waren von der ersten Sekunde an präsent hier auf dem Eis. Ja, und weiter geht's mit unseren Eisbären. Heute alles ein bisschen schwer zu sehen. Leo Krebs, 2-0. Ja, wie gesagt, zum Filmen heute schwer. Ich habe die Kamera so in der Hand. Keine Möglichkeit, hier irgendwas hinzustellen oder sonst was. War eine Herausforderung, aber ja, so muss es sein. So macht es Spaß. 2-0 Führung, wir sind im zweiten Drittel. John Kreis, herrlicher Pass auf Manu Pfenning. Ja, so einfach kann Eishockey sein. Schwind geschaut. Der Manu kommt, schiebt das Ding rein. 3-0 Führung. Anfang des zweiten Drittels. Da war noch nicht einmal eine Minute gespielt. Aber wir wissen, vom vergangenen Sonntag kann auch anders laufen. Die Hornets kommen relativ schnell zurück. Dann sehen wir hier zwei Eisbären auf der Bank. 5-3. Die Eisbären in Unterzahl. Da zeigt jemand der Foul an von der Eisbären. War auch so. Schiedsrichter lassen weiterlaufen und die Hornets verkürzen auf 1-3. Ja, und werden frenetisch gefeiert von ihren Fans. Da muss man absolut mal Lob aussprechen, was die heute hier zusammengeschrien haben und eine Stimmung in die Halle gebracht haben. Das war auch fantastisch. Dann Oldschool Eishockey, klein bisschen rum, der war richtig gut. Schiedsrichter fanden es dann ganz so toll, 2-2 für alle beide. Wir wollen sowas wirklich nicht sehen, deswegen halten wir auch auf. So, dann haben wir das Ganze im Griff. Und raus geht's. Weiter geht's mit unseren Eisbären. Claudio Schreier wieder auf dem Eis. Der Bietigheim-Killer. Total der Eisbär. Dann Schreier zum ersten. Auch pariert. Der Schreier. Der zweite auch pariert. Ja, dann vielleicht bitte. Da schmeißt sich auch nochmal einer in den Weg. Und jetzt kommt er nochmal angucken und dann macht er das 4-1 durch Claudio Schreier. Ja, langsam kommt man dem Titel hier schon um einiges näher. Ja, da hat er auch hier gut reingebolzt, bis das Ding endlich drin war. 3,5 Minuten haben wir noch im zweiten Drittel. Kreis auf Fenning, kennen wir von vorhin, und das 5-1 für die Eisbären Heilbronn. Wieder toll gemacht von Kreis und Manu Pfenning. 5-1, ja, 4 Tore Vorsprung, kennen wir, haben wir letztes Block schon. Dementsprechend alles noch angespannt, alles noch ganz locker, wir sind im letzten Drittel. Da dann eine ganz böse Situation, Thomas Dernwald wird da übelst geschubst, Frustfoul eines Hornets. Und ja, Verletzung Thomas Bernwald. Der braucht auch gar nicht alleine laufen. Rot ausgetragen. Aber keine Sorge, der wird pünktlich zum Ende des Spiels wieder da sein. Was er genau hat, weiß ich jetzt im Endeffekt nicht, aber irgendwas an der Schulter. Ja, Kevin Jingst, ein bisschen angeschlagen im Spielgang, mit der Erkältung oder sonst irgendwas. Man sieht, der läuft mittlerweile auf Reserve. Aber hat das Ding hier heute absolut im Griff gehabt. Dann nochmal die Hornets. Erster Schuss pariert von links. Da sieht man schon die Bewegung von ihm gar nicht mehr so, wie man es kennt. Und dann ist der Ball drin.
5:2, Anschlusstreffer, circa 3 Minuten vor Ende der Partie. Und wir sehen am Schützen, irgendwie glaubt er auch selbst schon an die Freude. Und jetzt haben wir die Hochauszeit nochmal. 1 Minute vor Ende der Partie. Kräfte bündeln. Und nochmal die Hornets. Ja, also wirklich, wirklich sicher waren die, aber dann abgezogen, 3:5, nochmal verkürzt, aber das ganze 17 Sekunden vor Ende der Partie, jetzt ist schon an ein absolutes, ja, Wunder müsste passieren, dass hier noch irgendwas schief gehen kann, jetzt sind wir schon beim Sekunden runterzählen, noch 2, noch 1 und das war's zum 4. Mal in Folge. Meister, die Eisbären aus Heilbronn, der EHC Heilbronn, 4-mal in Folge. Und da sehen wir schon Thomas Bernwald wieder mit auf dem Eis, jubelt mit, der nächste Titel eingefahren. Und es in Zweibrücken war absolut toll, wie gesagt, mega Stimmung. Das hat mal richtig Spaß gemacht. Und ich lasse euch jetzt mit in der Bilder ein bisschen alleine. Marco, vierte Meisterschaft in Folge für die Eisbären. Wie oft bist du schon dabei? Ich war bei jeder Meisterschaft dabei, zum 3. Mal jetzt offiziell als Vorstand oder Teil des Vorstands. Im 1. Jahr noch als Helfer. Ja, und es fühlt sich immer wieder gut an, vor allem jetzt, wo man so wirklich in der entscheidenden Rolle auch im Vorstand mit dabei ist und das Team wirklich bei jedem Spiel begleitet, bei jedem Training begleitet. Das ist ganz, nochmal ein ganz anderes Gefühl. Wie fandest du die letzten 2 Finalspiele heute und letzte Woche in der Kolbenschmidt Arena? Letzte Woche haben wir viele Fehler gemacht im letzten Drittel, waren aber trotzdem klar die bessere Mannschaft. Und heute waren wir von der ersten Sekunde an wach und ready. Einfach die Fehler weglassen, oder? Wir haben die Fehler weglassen und haben es super gespielt. Also es war vielleicht unser bestes Spiel dieses Jahr und zum richtigen Zeitpunkt. Wo geht's hin heute noch? Wir gehen jetzt ins Green Door. Also wir werden erstmal in der Kabine feiern ordentlich. Werden die Halle mal einweihen, nachdem es die letzten 2 Jahre in Bietigheim war. Werden wir jetzt mal 2 Brücken einweihen und dann geht es nach Heilbronn ins Green Door. Alles klar, hau rein. Auch ein bisschen Teil des Teams. Marcel Czamke macht das ganze Jahr hier die Fotos für die Eisbären. Mama, ich stelle das Ding mal ein bisschen rum hier. Das sieht man dich auch. Wie geht's dir heute hier? Vierte Titel in Folge. Wie oft warst du dabei? Prima, ich war bis jetzt bei 3 dabei. Bei 3. Also den 2013 war es, glaube ich, da war ich nicht dabei. Da habe ich erst angefangen. Aber sonst war ich die letzten 3 jetzt dabei. Wie ist es so? Alle feiern, du bist hier am Arbeiten, die ganze Zeit am Fotos machen. Schön, kein Problem. Ich fahre ja nachher zu Hause am Computer, wenn ich die Fotos nochmal angucke. So wie bei mir. Ihr habt das ganze Spiel, das hat sonst niemand. Genau. Ich hab's aufgenommen und dann gucke ich es mir zu Hause an. Alles klar, Dankeschön. Bitte. Ralf, wie ist die Stimmung im Live-Ticker? Was spricht Heilbronn über uns? Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe noch die letzten 10 Sekunden gefilmt, hochgeladen und das war's dann. Also keine Ahnung, ich habe noch nicht reingeguckt. Aber ich war froh, dass ich heute Live-Ticker gemacht habe, weil das hat mich ein bisschen runtergeholt. War Hammer hier, oder? Geile Stimmung in der kleinen Halle. Also ich fand's richtig, richtig cool, Leute. Das war krass. Also ich bin im Heilbronner Fanblock die ganze Zeit gestanden und so eine Stimmung habe ich, glaube im Heilbronner Fanblock noch gar nicht mitgekriegt. Also das war ja von Anfang bis Ende Sprechchöre, Auffeuerungen und so weiter, also phänomenal. Aber auch Hut ab, muss ich sagen, mal an die 2 Brückener Fans, die ihre Mannschaft auch nach der Niederlage
absolut grandios hier noch feiern und verabschieden, oder? Ja, zwei Brückener Fans sind eh gigantisch. Also das, die stehen immer voll hinterm Team. Und deshalb ist auch, als in der letzten Sekunde noch die zwei Tore gefallen sind, habe ich immer noch gedacht, oh Gott. Wer weiß. Wir haben hier schon 5-0 geführt und haben dann noch 6-5 verloren. Und also ich habe hier schon alles erlebt eigentlich. Also bei zwei Brücken mit den Fans im Hintergrund, hier drin im Hexenkessel, da ist alles, eigentlich alles möglich bis zur letzten Sekunde. Alles klar, dann feier schön, hau rein. Nächste Saison geht's wieder weiter. Ja. Daniel Brändle, ja, schon wieder Meister, letztes Jahr, dieses Jahr, wie oft machen wir das noch? Gute Frage. Also wenn es nach mir geht, natürlich jedes Jahr, klar, aber es ist natürlich Jahr für Jahr ein hartes Stück Arbeit. Gehört viel dazu, jedes Training gehen, jedes Spiel konzentriert sein, ja. Wie ist dieses Jahr, ganz ehrlich, so hier in Zweibrücken das Ding mal zu feiern? Zweimal in einer Bietigheim, heute Zweibrücken. Mal was anderes? Nee, Spaß. Es war ganz arg schwer hier. Wir mussten uns extrem zusammenreißen. Na, wir beim letzten Spiel nach 4 Tore Vorsprung trotz allem das noch vergeigt haben. Hier dann letztendlich so stabil zu stehen, war von allen, die dabei waren, auch die nicht gespielt haben, überragend. Jeder hat jeden motiviert. Nächste Frage. Wo geht's hin? Green Door habe ich gehört. Ich bin in keine Planung eingeweiht gewesen, weil ich sowas immer mache. Wir haben einmal den Fehler gemacht, nach Rügelsheim zu fahren. Und da schon zu sagen, kurzer Zwischenstopp, danach Laube, machen wir nicht mehr. Ich weiß von nichts. Lass mich überraschen. Bei dir, wie viele Meisterschaften ist das bei dir? Mittlerweile dann auch schon die 4. Überglücklich. Ja, was soll man dazu sagen? So kurz nach dem Spiel, überragende Mannschaftsleistung. Wir hatten schwere Abgänge vor der Saison. Und wir haben es trotzdem geschafft, wieder den 4. Titel zu holen. Und nächstes Jahr ist dann Nummer 5 dran. Alles klar, gerade hier. Viel Spaß. Ja, Kevin Rumm war auch bei fast jedem Spiel der Eisbären mit dabei. Heute dein wievieler Titel? Ich habe alle 4 erlebt, aber das zweite Mal mit auf Eisfläche dabei. Und das Spiel war erste Drittel richtig gut. Ohne Igo war Urlaub, aber ohne Igo machen wir auch Sieger. Aber 4. Mal ist besser als 3. Mal. Alles klar, danke dir. Sven, du hast das Spiel heute ab und zu noch ein bisschen spannend gemacht. Mit ein paar nette Aktionen von dir, wo du mal für eine Zeit lang nicht da warst. Ja. Unterm Strich, wie bist du zufrieden mit den Jungs heute? Gut. Ich kann nicht mehr sagen. Einfach nur gut und wir haben unseren Job gut gemacht in der Defensive. Das war der Schlüssel, das haben wir trainiert und das war alles. Jeder hat zusammengehalten, so wie immer. Und dann sieht man, dass man es auch einfach erreichen kann, dass wir uns vorgenommen haben. Und wir sind jetzt froh, oder ich bin froh, dass das einfach eine Pause ist und ich muss jetzt aus den Schlittschuhen raus und dann schauen wir, dass wir da ein bisschen feiern. Alles klar, Dankeschön. Dankeschön. Jetzt haben wir hier den Trainer Sascha Bernhard. Wie sieht es aus? Alles umgesetzt, was ihr euch vorgenommen habt, oder? Alles. Na klar, wir haben das Spiel gewonnen. Wir sind Meister und Glückwunsch an das ganze Team, die einwandfrei gearbeitet haben. Jeder hat jede Sekunde sich hier den Arsch aufgerissen, um den Titel zu gewinnen. Und ich bin stolz, das Team betreuen zu dürfen mit Manu. Und jetzt ist einfach nur noch Glück. Ja. Einfach nur noch Glück. Wie ist hier in Zweibrücken anders wie in Bietigheim? Natürlich, ich meine, die Stimmung war grandios, das hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten ein zweites, drittes Spiel im Griff, aber... Yeah!
Das war jetzt der, wo es sich wieder nicht im Griff gehabt ja, hat. Das heute, war oder? Unser erster Vorstand. Naja gut, das passiert halt, ne? Liegt drin, oder? Ja, das tue ich nur aus Abergläubern, nimmt man die Ersatzklamotte mit und naja, es muss ja das Meister-T-Shirt anziehen. Aber das ist kein Problem. Das macht man natürlich gern. Auf einem Auge blind jetzt. Nee, aber ich wollte natürlich die Situation jetzt trotzdem noch mal ganz kurz ernst werden und auch mal ein paar Worte richten an diejenigen, an die, wo eigentlich kaum einer denkt, nämlich an unsere Familie, ja, die das ganze Jahr auf uns verzichten und vom Sommer, vom Trainingslager ab bis jetzt zur Meisterschaft hinteranstehen, selbst am Ostersonntag. Und dafür danke an unsere Frau und Kinder. Und jetzt ist die Saison vorbei. Ja, und wir haben nur noch einen Ausflug vor uns. Ja, wir gucken, dass wir jetzt gut heimkommen, einigermaßen trocken. Und ja, dann schauen wir mal auf ein Neues. Danke an alle, danke an dich für Wahnsinnsberichterstattung in diesem Jahr. Das war für die Jungs immer ein Highlight, wenn du da warst mit einer Kamera. Das hat sein Teil dazu beigetragen, dass die Jungs über sich hinausgewachsen sind und wir einfach eine grandiose Saison abgeschlossen haben, mit der wohl wenige gerechnet haben. Alles klar, Dankeschön. Danke dir. Hau rein. Feiern jetzt. Ja. Auf geht's.